Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, was Lambdas sind und wie wir sie einsetzen können, um sehr kurz anonyme Methoden schreiben zu können. Wir haben am Anfang des letzten Videos dieses Beispiel gehabt, in dem wir eben hier eine Liste von Personen erstellen und dann über Clojure hier auf diese Personen zugreifen innerhalb dieser anonymen Methode, die wir mit Delegate geschrieben haben. Und Lambdas sind auch nur eine Möglichkeit, um anonyme Methoden zu schreiben. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich werde jetzt hier nicht direkt Clojure einsetzen, sondern wir gehen hier wieder auf die Liste, die uns per Parameter übergeben wird. Und ich mache hier eben wieder eine Action of List of Person aus diesem Typen. Und wir werden hier eben jetzt nicht Delegate einsetzen, sondern die für Lambdas übliche Schreibweise. Also als Lambda sieht diese anonyme Methode so aus. Hier unten muss ich natürlich auch noch, wenn dieser Delegate aufgerufen wird, hier den Parameter mit angeben dann. Bei einer Lambda-Funktion kriegt man immer erst die Parameter. Das schaut hier irgendwie komisch aus, weil wir haben hier keinen Parametertyp stehen. Wir kommen später noch darauf, wie Lambdas genau aufgebaut sind. Dann sieht man eben den für Lambdas typischen Pfeil. Das ist eigentlich bloß ein Ist-Gleich und eine spitze Klammer, die eben nach links offen ist. Und dieser Pfeil, das ist der sogenannte Goes over to Operator. Das heißt, wenn wir diese anonyme Methode lesen, dann heißt das letztendlich, diese anonyme Methode, die einen Parameter von der Liste hat, geht eben über nach diesem Funktionsblock, der hier ausgeführt wird. Und wir sehen eben hier, Lambdas können eine Parameterliste haben, die steht aber eben am Anfang. Dann kommt der typische Pfeil. Dann kommt eben hier der Scope der Methode innerhalb dieser geschweiften Klammern. Und hier schreiben wir dann einfach Code rein, der so oder so funktioniert. Je nachdem. Dann wird man sich jetzt fragen, ja, so viel kürzer als das Delegate-Schlüsselwort ist das jetzt aber auch nicht. Und das ist vollkommen richtig. Wir werden uns jetzt einfach mal hier eben ganz andere Beispiele für Lambdas anschauen. Und dazu nehmen wir eben nicht diesen kompletten Block hier, sondern ein paar kürzere Beispiele. Also das erste, was ich baue, ist ein Delegate, der nimmt zwei Ints entgegen und gibt einen Int zurück. Das mache ich eben über func int 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 und den nenne ich Lambda 1. Und hier schreibe ich jetzt mal die komplette Form eines Lambdas hin. Wert 1, Wert 2, der geht über nach Scope der Methode auf. Hier mache ich ein Return Wert 1 plus Wert 2. Und hier muss ich auch noch. Das hier ist eben die größte Form, die ein Lambda annehmen kann. Und da schauen wir uns nochmal genauer an, wie das hier jetzt genau aussieht. Wenn wir uns das hier anschauen, also der Delegate-Typ soll uns nicht interessieren. Wir fangen hier jetzt einfach mal so an. Wir haben hier die Parameterliste. Und wir sehen, die ist eben hier in geschweiften Klammern, so wie wir das auch üblicherweise sehen. Und innerhalb dieser geschweiften Klammern sind eben die Parameter Komma getrennt aufgeführt. Und der erste Parameter ist eben hier Wert 1 und der zweite Parameter ist eben jetzt hier Wert 2. Dann der goes over to Pfeil, der eben für Lambdas charakteristisch ist, der ist immer dabei. Und dann haben wir eben den Scope der Methode innerhalb dieser geschweiften Klammern. Wie schon gesagt, dieses Semikolon hier am Ende, das gehört mit zu dieser Zuweisung hier vorne. Dieses Semikolon hat mit dem Lambda an sich nichts zu tun.
So, und innerhalb dieser geschweiften Klammern habe ich jetzt einfach genau eine Anweisung hier in dieser anonymen Methode drin. Ich addiere eben Wert 1 und Wert 2 und gebe dann das Ergebnis mit Return zurück. Gehen wir mal weiter. Wir sehen schon am Code-Unterstützungstool, irgendwie müssen wir nicht alles schreiben, was wir hier so angegeben haben. Also ich mache jetzt nochmal eine Fun von int, int, int. Das ist unser Lambda 2. Wir können nämlich diese Typen für die Parameter einfach weglassen. Die werden automatisch vom Compiler gesetzt. Und ich könnte jetzt beispielsweise sagen, dass ich hier Wert 1 von Wert 2 abziehe und das Ergebnis zurückgebe. Und wir sehen jetzt eben hier an diesem Beispiel, ich lasse hier nochmal eine Leerzeile dazwischen, damit wir etwas mehr Platz haben zum Zeichnen. Also der Unterschied hier ist eben, wir haben diese Parametertypen, die wir hier oben noch mit angegeben haben, die haben wir hier in diesem Fall, die haben wir hier in diesem Fall einfach weggelassen. Das ist vollkommen okay. Anhand des Delegate-Typs, den wir hier drüben sehen, wird eben vom Compiler automatisch hier dieser Typ gesetzt. Das heißt, wir können bei Lambdas Parametertypen einfach immer weglassen und es ist vollkommen okay. Deswegen habe ich auch vorher bloß Liste geschrieben, ohne dass ich List of Person als Typ davor geschrieben habe. Ja, dann kommen wir zu Lambda 3. Auch das ist eine Funktion, die zwei Integerwerte entgegennimmt und einen zurückgibt. Was wir jetzt zusätzlich noch machen können, zum Parametertypen weglassen, ist das hier. Ich mache jetzt einfach nochmal das nach, was der Lambda 1 macht. Und das ist hier jetzt schon vollkommen cool. Im Prinzip funktioniert dieser Lambda hier, den ich hier markiere, genauso wie Lambda 1. Was habe ich hier allerdings weggelassen, wenn ich mir das anschaue? Ich habe weggelassen diese Klammern, diese geschweiften Klammern und das Return. All das findet man hier unten in diesem Methoden-Body sozusagen nicht mehr wieder. Wann kann ich das machen? Wenn innerhalb von meinen geschweiften Klammern genau eine Anweisung steht, egal ob mit Return oder nicht, dann kann ich einfach diese geschweiften Klammern bei Lambdas weglassen. Brauche ich nicht angeben. Wenn diese Methode auch noch einen Return-Wert hat, also wir haben ein Return-Statement hier drin, auch dann kann ich dieses weglassen, wenn, wie gesagt, nur eine einzige Anweisung hier drin steht. Was der Compiler dann eben macht beim Erstellvorgang, er setzt diese geschweiften Klammern wieder, guckt sich an, hat das Ding einen Rückgabetypen, wenn ja, fügt er hier eben noch dieses Return ein. Wir müssen das aber als Entwickler selber gar nicht mehr schreiben. Und das ist schon, jetzt wird es interessant, weil das nämlich schon eine sehr knappe Schreibweise ist. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist eben, dass ein Lambda auch die Klammern weglassen kann für die Parameterliste. Das zeige ich hier an Lambda 4. Aufgepasst, das ist hier jetzt eben nur noch ein Lambda, der genau einen Parameter entgegennimmt und einen Integerwert zurückgibt. Also wir können uns nochmal kurz diesen Delegate-Typen anschauen, damit wir das sehen. Wir haben hier eben, wir haben hier eben einen Parameter und wir haben hier den Rückgabetypen und die werden eben über diese generischen Parameter hier gesteuert. So, und wenn wir bloß einen Parameter haben, dann können wir das Ganze auch so schreiben. Also was wir jetzt mit dieser anonymen Methode machen, ist einfach den Wert, der reinkommt, der wird potenziert mit 2. Also wir berechnen hier das Quadrat letztendlich. Und wir sehen hier eben, ich habe in diesem Fall eben diese Klammer hier und diese Klammer hier, die wir eben in den vorherigen Beispielen immer gehabt haben, die kann man weglassen,
wenn wir genau einen Parameter haben. Also der Punkt, der hier ist, bei einem Parameter kann man die Parameterklammern weglassen. Und dann gibt es noch ein letztes, was man beachten muss. Das ist jetzt wirklich eine Methode, die kriegt keinen Parameter rein und gibt auch nichts zurück, eben eine Action. Das ist unser Lambda 5. Wenn wir keine Parameter haben, müssen wir trotzdem leere Klammern für die Parameterliste angeben. WriteLine. Und hier könnte ich beispielsweise Hello World schreiben. Und was wir jetzt eben an diesem Lambda hier demonstriert haben, ist, dass wir hier eine anonyme Methode schreiben können, die eben keine Parameterliste hat. Wenn das der Fall ist, muss ich aber leere Klammern für die Parameterliste angeben. Also es ist nicht möglich, dass ich diese Klammern wie hier eben bei einem Parameter weglasse. Also die Grundregel, die Sie sich merken müssen, ein Parameter heißt Klammern weglassen, ansonsten muss ich sie setzen. So wie hier in diesem Beispiel. Und das sind eben die Möglichkeiten, die extrem kurze anonyme Methoden ermöglichen. Und wir können jetzt auch hier unten mal diese Lambdas aufrufen. Das heißt, ich mache hier einen Console-WriteLine und rufe für diesen Wert, den ich ausgeben will, Lambda 1 auf. Beispielsweise mit, was addiere ich da? Ich addiere mal 42 und 24. Dann rufe ich hier innerhalb des nächsten Console-WriteLines eben Lambda 2 auf und kann hier mal genau das gleiche machen. Hier wird eben Minus gerechnet, Lambda 3 wird wieder Plus gerechnet, Lambda 4 nimmt jetzt eben bloß nach einem Parameter entgegen. Wir sehen, hier haben wir auch einen Compiler-Fehler deswegen. Das heißt, wir könnten ja beispielsweise mal die 9 das Quadrat bilden. Und in der letzten Lambda-anonymen Methode ist eben schon ein Console-WriteLine drin, deswegen rufe ich ihn gleich so direkt auf Lambda 5 und der kriegt eben keine Parameter entgegen. Und wir sehen eben, anonyme Methoden werden über ihre Delegates wie gewohnt aufgerufen. Sieht man hier. Und wenn man eben dieses Programm laufen lässt, sehen wir eben, dass 42 und 24 wohl 66 ist. Wenn wir die Werte jedoch voneinander abziehen, kommt 18 raus, dann kommt wieder 66, weil wir in Lambda 3 das gleiche machen wie in Lambda 1. 81 ist eben das Quadrat von 9 und beim letzten Lambda geben wir hier Hello World aus. Okay. Also wir haben gesehen, auch mit Lambdas sind anonyme Methoden möglich. Und auch bei Lambdas ist natürlich Closure möglich, auch wenn ich es jetzt noch nicht gezeigt habe, kann ich aber noch mal kurz machen. Mein Text ist gleich eben Hello World. Ich habe eben diesen String hier in der Main-Methode definiert und anstatt hier unten eben direkt Hello World auszugeben, kann ich hier eben Closure einsetzen und auf die Variable innerhalb meiner anonymen Methode, also das hier ist jetzt wirklich eine anonyme Methode, man mag es kaum glauben, weil es so knapp aussieht, aber wenn wir hier tatsächlich durchdebuggen, sehen wir eben, dass wir hier jeweils in diesen Methoden landen. Wir sind hier drin und machen einen Return. Genauso sind wir jetzt eben im Lambda 2 drin und berechnen hier machen hier eine Subtraktion und geben den Wert zurück. Genauso hier in Lambda 3 oder in Lambda 4. Ja? Auch wenn es sehr knapp aussieht, das sind wirklich eigenständige anonyme Methoden, die wir hier gebaut haben. Und hier machen wir eben direkt den Console-WriteLine mit Closure auf meinen Text. So, wir haben jetzt gesehen, okay, Lambdas können deutlich kürzer ausgedrückt werden, wenn als mit Delegate, also das ist das beste Beispiel dafür. Wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wozu man das jetzt bitte einsetzen soll, weil wozu brauche ich hier Lambdas? Das kann ich mir doch auch so direkt im prozeduralen Code berechnen. Das ist richtig. Wir werden uns im nächsten Video genauer ansehen, zu welchen Zeitpunkten oder bei welchen Framework-Teilen von .NET man Lambdas am besten einsetzen kann.
Dazu schauen wir uns eben das Link-Framework an, was Teil von .NET ist. Und bis dahin sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.